So, machen wir mal ein kleines Fazit von der jetzigen Gartensaison. Die Anzucht war sehr hektisch, problematisch, wenig Platz. Wir haben auch Probleme mit dem Geilwuchs gehabt, Wühlmäuse im Gewächshaus. Ja, war schon eine anstrengende Zeit. Spätfröste im Frühjahr und auch zu den Eisheiligen und natürlich auch im Juni haben sehr viele meiner Jungpflanzen geschwächt, kaputt gemacht und hat auch das Anwachsen mich gehindert und mich auch zurückgeworfen. Der verregnerische und doch eher kalte Sommer im Juni und Juli hat den Melonen und den Gurken nicht so gut getan. Also die Gurkensaison wie dieses Jahr, wie letztes Jahr, kann ich mehr oder weniger vergessen, weil ich momentan auch mit Spinnenmilben und Mehltau zu kämpfen habe. Die jetzigen Gurken, die sind halt mehr oder weniger für den Eigenbedarf und da kann ich leider nichts den Leuten weitergeben. Natürlich muss ich auch mit familiären Problemen momentan auch kämpfen. Beziehungsweise auch vorher musste ich sie auch bewältigen über die Monate hinweg. Natürlich arbeite ich so ungefähr 10 Stunden täglich am Projekt, versuche das natürlich aufzubauen, eine Selbstständigkeit mit auf die Beine zu stellen und nebenbei das Geld auch ein bisschen zu verdienen, um das zu bewerkstelligen. Ja, das war schon ein recht anstrengender Sommer und dafür habe ich schon seit einer Woche wirklich super sonnengereifte Tomaten und die ersten 2 Melonen probieren dürfen, beziehungsweise essen dürfen. Und dann muss ich sagen, nach einer Woche, Chapeau, hat sich gelohnt. Der Sommer kann von mir aus auch vorbeigehen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute bei diesem Update im August beziehungsweise diesen Gartenrundgang auf der Permakulturfläche eingeschaltet habt. Das freut mich wirklich sehr. Und ich möchte euch einfach mal so ein bisschen erzählen, wie sich die Flächen jetzt momentan entwickelt haben, was alles heranwächst, welche Ernten ich machen durfte. Und da werde ich auch natürlich wieder ein paar kleine Einspieler machen, wie alles wächst, welche Ernten ich habe. Und natürlich wird da noch viel mehr kommen, zum Beispiel die ganzen Sonnenblumen, die jetzt blühen, Insekten, die sich daran ergötzen zum Beispiel. Und natürlich auch weitere neue Bekanntschaften, die ich machen durfte. Aber zuerst möchte ich halt einfach so ein bisschen auf die Ernten drauf eingehen. Also jetzt ist natürlich das Sommer da. Wir hatten im August jetzt die letzten 2 Wochen oder beziehungsweise von Ende Juni bis August hatten wir wirklich jetzt richtig schöne Tage, richtig schön warme Sommertage. Und ich muss auch sagen, ich habe auch schon sehr viele Kartoffeln geerntet. Dazu wird auch ein separates Video kommen. Also ich habe da schon wirklich angefangen. Es sind auch wunderbare dicke Knollen mit dabei. Habe ich alles auf meinem Telegram-Kanal und in der neu eröffneten Gruppe, der Telegram-Gruppe, also das ist Projekt Peace Lagerfeuer. Einfach eine Gruppe habe ich auf Telegram eröffnet, damit wir uns austauschen können. Also ich habe ja normalerweise nur einen Telegram-Kanal gehabt, wo ich meine Bilder und Videos und Informationen zum Projekt poste, aber jetzt habe ich auch diese Gruppe, wo wir einfach uns über Permakultur und andere Projekte austauschen, haben schon viele Leute auch ihre Sachen im Garten so gezeigt, ihren Anbau, und das freut mich wirklich sehr. Also im Telegram gibt es auch eine Gruppe, da habe ich jetzt auch zum Beispiel Bilder von meinen Kartoffeln hochgeladen, also da waren wirklich schöne Sachen dabei, aber wie gesagt, da kommt ein separates Video zu der Kartoffelernte. Das gleiche, wie ich auch in der Einleitung erzählt habe, mit den Tomaten. Da kann ich euch auch schon mal einen kleinen Einspieler machen, welche Tomaten ich schon ernten durfte. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt gewesen von meiner Tomatenernte, welche Sorten das genau sind und noch viel mehr, Kisten sozusagen, also diese Tomatenkisten oder auch mal richtig große Fleischtomaten, werde ich natürlich in der separaten Reihe zu meiner Tomatenreihe immer wieder hochladen. Das werden jetzt immer separate Videos und tue ich jetzt nicht unbedingt in einem Gartenrundgang mit rein. Also da könnt ihr auch immer wieder auf etwas gespannt sein und natürlich findet ihr auch wieder ein paar Bilder auf meiner Webseite auch, werde ich dann später hochladen und auf meinem Telegram-Kanal. Und natürlich habe ich auch von den ganzen Tomaten auch sehr viel Saatgut genommen. Also das darf man auch nicht
Da habe ich jetzt dieses Jahr diese Vergärungsmethode gemacht. Das heißt, dass ich die Tomatensamen in ein Einmachglas hineingebe, mit Wasser auffülle und dann für 2-3 Tage in einem dunklen und warmen Ort sozusagen vergären lasse. Und die tue ich dann auf ein Backpapier drauflegen, dass ich dann die Tomatensamen einfach schnell in den Umschlag mit reinlegen kann. Und sonst durfte ich auch die ersten Melonen ernten, die waren im Folientunnel. Dazu ist ja jetzt auch für mich mehr oder weniger gehört zur Melonen-Challenge. Das heißt, es werden auch wieder diese separaten Videos kommen, wo ich dann sage, welche Melonensorten ich habe, wie die einzelnen Melonen überhaupt ausgesehen haben, wie groß die waren, und wird auch wieder ein separates Video dazu. Aber ich muss euch sagen, das waren wirklich die zwei ersten Zuckermelonen. Also fand ich dann schon wirklich, die waren im Folientunnel, und dass ich dann meine ersten Melonen, die Zuckermelonen sind, war schon sehr erstaunt. Aber ich muss sagen, dass die wirklich bombe süß und wunderbar einzigartig sind. Und ich freue mich auch wirklich jetzt hier im Hügelbeet oder auch am Hochbeet draußen, wachsen schon die ersten Melonen runter. Vor allem die am Hochbeet ist richtig groß. Am Hügelbeet wachsen auch schon die ersten Melonen und draußen auch im Freiland die erste Fruchtansätze. Da bin ich jetzt noch, wenn das Wetter weiter so gut bleibt, kann ich mir über weitere Melonen freuen. Die werden sicher noch nachreifen. Manche Melonen haben noch ein paar Fruchtansätze bzw. weibliche Blüten, wo die noch nicht bestäubt sind. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob die überhaupt noch was werden. Und viele Schnecken haben natürlich auch meine Melonenfrüchte zum Teil mit angefressen, was dann nicht so ganz so schön ist. Aber ich freue mich auf jede einzelne Melone, die ich ernten darf. Und im Freiland funktioniert das natürlich auch jetzt wunderbar. Und sonst, neben den weiteren Ernten, ich hatte jetzt Tomaten, Gurken, hatte ich noch nicht. Also mit Tomaten, Melonen, Entschuldigung, Kartoffeln und Gurken. Also bei den Gurken muss ich sagen, ich habe hier auch lange Schlangengurken. Ich glaube, Tanja ernten dürfen. 50 cm lang war die. Ich habe die auch extra abgemessen. Also solche langen Schlangengurken durfte ich ernten. Allerdings ist es wirklich so, dass ich mit Mehltau und Spinnmilben stark zu kämpfen habe und meine Gurken wirklich sehr leiden und dieses Jahr nicht mein Gurkenjahr ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, die reichen höchstens für den Eigenbedarf und die haben dann schon auch ganz schön stark gelitten. Leiden immer noch. Ich habe da Backpulver und genommen gegen den Mehltau. Das soll auch dagegen helfen. Hat sich bewährt. Die treiben nochmal neu schön kräftig aus. Und bei den Spinnmilben ist es halt so, dass man die Luftfeuchtigkeit erhöhen muss oder die Feuchtigkeit einfach generell. Muss man auch wieder aufpassen bei den Gurken wegen dem falschen Mehltau, dass man das nicht zu nass macht, weil das kann natürlich dann auch wieder eine andere Folge haben, dass die dann dadurch eingehen. Also Gurken ist ja wirklich, muss man aufpassen, dass es feucht ist, aber nicht zu feucht. Die mögen halt nicht die pralle Sonne, sondern Schatten auch mehr. Und bei den Spinnmilben ist es halt so, dass man dieses feuchte Klima nicht mögen, eine hohe Luftfeuchtigkeit mögen Spinnmilben nicht. Und die natürlichen Feinde, zum Beispiel so eine gewisse Mücke, die mag halt eine hohe Luftfeuchtigkeit. Die habe ich dann auch schon im Tunnel gesehen und die hilft mir jetzt zum Beispiel, die Spinnmilben ein bisschen einzudämmen. Ich besprühe die auch immer ein bisschen mit Wasser an den konkreten Stellen und wie gesagt, die erholen sich jetzt auch schon mal ein bisschen. Und sonst kann ich mich eigentlich von den weiteren Ernten nicht beschweren. Also alles wächst gut heran. Ich durfte Auberginen schon richtig große ernten. Also solche handgroßen Auberginen zum Teil. Rote Beete auch so fast kopfgroß. Okay, vielleicht nicht ganz kopfgroß, aber so halben kopfgroß durfte ich auch ernten. Zwiebeln, Knoblauch, alles mit dabei. Spitzkohl, Wirsing wächst auch schon ziemlich groß heran. Bohnen natürlich durfte ich auch schon in großen Mengen auch ernten. Nicht nur Buschbohnen, sondern auch hier diese Feuerbohnen, die hier bei meinem Vater wachsen. Natürlich auch Zucchinis wachsen auch wunderbar heran. Durfte ich auch schon jeden Tag immer Zucchinis ernten. Ich habe Ernten doch sehr viele, muss ich sagen. Und was noch heranwächst, neben den Zucchinis auch Kürbisse. Also vor allem die auf dem Komposthaufen, die geben richtig Gas und geben Power.
Also da sind schon auch weiße Kürbisse mit dabei, so die Sorte Lumia, Hokkaidos, Riesenzentner, das ist alles mit dabei. Die wachsen schön, habe da auch schon jede Menge Fruchtansätze gesehen und freue mich dann auch wieder die Kürbisse an den Leuten weiterzugeben. Und die Paprikas und Chilis, die wachsen auch schon langsam heran und da freue ich mich auch, die einfach weiter an die Leute zu geben. In diesem Zustand würde ich diese Einlegegurke jetzt nicht mehr essen wollen, denn die habe ich jetzt an der Pflanze hängen lassen für mehrere Wochen sogar, wegen den Spinnmilben auch. Da dachte ich mir, lass du die einfach hängen, die Pflanze wird wahrscheinlich eh vorzeitig eingehen und damit du halt Samen von ihr nehmen kannst, ja, lässt du einfach eine Frucht dran. Es hat einfach den Grund bei Gurken, wenn man die Früchte hängen lässt, irgendwann bildet halt auch wie bei Zucchinis die ganze Kraft, tut die Pflanze in die einzige Frucht rein und bildet halt wirklich keine neuen Früchte mehr. Und das ist genau das Problem, warum ich halt eigentlich erst versuche, ja, Gurkensamen von einer Frucht zu nehmen, wenn dann die Saison bald vorbei ist. Da hatte ich halt die meiste Ernte und wie ihr halt hier sehen könnt, ist hier wirklich, man sollte sie so lange hängen lassen, bis die Pflanze sie abwirft oder verschimmelt. Also die ist jetzt wirklich recht gelblich, die wird sogar hier orange und das ist dann wirklich ein gutes Anzeichen, dass sich am meisten Gurkensamen ausbilden durften. Neben den Ernten der einjährigen Kulturpflanzen habe ich dann auch schon ja, wieder mich um meine Beerensträucher gekümmert, also zum Beispiel die Herbsthimbeeren. Die bekommen wieder neue Früchte. Ich durfte auch schon wieder neue Himbeeren ernten und die auch direkt verzehren, also direkt essen von der Pflanze. Und ich muss sagen, Bombe süß. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man so richtige schöne Beerenfrüchte in seinem Mund einfach reinschieben darf und essen darf. Also das ist dann wieder für mich so ein wunderbares Erlebnis und diese Dankbarkeit, dass sich hier wirklich dieser ganze Aufwand gelohnt hat. Außerdem freue ich mich auch schon auf die kommenden Trauben. Da ist der Rebstock, also die nach 2 Jahren tragen schon 2 kleine junge Rebstöcke die ersten Trauben und die reifen langsam auch. Ich warte noch, bis sie richtig voll reif sind, dann freue ich mich auch schon auf die, ja, sagen wir mal schüsselgroße oder tellergroße Traubenernte. Auf die freue ich mich genauso, auch wenn es nicht kiloweise ist, aber das sind einfach, ja, da merkt man einfach, für was man wirklich im Garten war und wofür man was getan hat. Und das ist einfach eine ganz andere Qualität, die ich auch jeden wünsche. Und sonst kümmere ich mich auch um meine Erdbeeren. Ich ziehe gerade die Ableger. Die geben da auch richtig Gas für die Erdbeervermehrung. Da tue ich die einfach, ja, die Ableger mit ihren Wurzeln in den Topf rein. Wenn die dann in den Topf fertig gewurzelt sind, tue ich sie abschneiden und dann nochmal neue Wurzeln lassen. So tue ich meine Erdbeeren ziemlich gut vermehren, ist einfach eine richtig, ja, gute Methode. Einfach den Ableger nehmen, da wo die Pflanze ist, leicht mit Erde andrücken, damit die nicht fault. Und dann, wenn die dann Wurzel gebildet hat, kann man ein bisschen an der Verbindung zur Mutterpflanze ziehen, an die Seil, sage ich mal. Und dann, wenn die dann Wurzeln gefasst haben, kann man die abschneiden und kann man einfach sich super Erdbeeren vermehren. Und das sind so ziemlich die ganzen, ja, Gartentätigkeiten, die ich mich um die Kulturpflanzen kümmere. Natürlich genieße ich dann auch die, ja, ganze Vielfalt hier draußen. Also die ganzen Wespen, Insekten, die Bienen an den Sonnenblumen, die Blumen allgemein, die Wildblumenwiese, wie alles blüht, die ganzen Vögel, die zwitschern. Und eins, was ich auch entdecken durfte im Gewächshaus vor 2 Wochen, habe ich eine Echse, ich glaube einen Zaunkönig, habe mein Bruder gesagt, habe ich gesehen. Da mache ich mal einen kurzen Einspieler mit meiner Live-Reaktion. Oh, die erste Echse. Oh, wunderschön. Weiß nicht, wo die herkommt. Ist das nicht hammergeil? Wenn einer weiß, was das für eine Art ist, gerne in die Kommentare bitte. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau. Oh, ey. Das hätte ich nie gedacht. Was für ein Prachtexemplar. Ich muss hier wirklich ganz klar sagen, als ich diese Echse gesehen habe, dachte ich mir so, wow. Ich habe andere Leute auch gefragt und die haben gesagt, das ist schon recht ungewöhnlich, dass in einem Wohngebiet einfach eine Echse kommt. Und das ist halt so, weil dir diese Biberfußdachziegeln sind. Die geben halt Wärme. Und da ist es halt so, sind halt Spalten, wo der sich dann unten verkriechen kann. Und da kann
weil halt Echsen Wärmeblüter sind, die mögen halt so sowohl Kälte als auch Wärme, brauchen halt einen warmen Ort, zum Beispiel hier die Steine oder so ein Sandbeet kann man zum Beispiel machen und kühlere Orte. Dann kann man halt zum Beispiel einen Steinhaufen oder Totholzhecken aufbauen, dann verkriechen die sich gut und dann ja, hab ich jetzt hier Echsen angesiedelt und ich denke auch, die sind gut, weil die halt sehr viele Insekten auffressen und auch junge Schnecken, glaube ich, oder Schneckeneier auch mitverzehren und die sorgen einfach für ein gutes Gleichgewicht und ich freue mich einfach wirklich sehr, dass eine Echse zu mir gefunden hat und ich nicht so viel machen musste. Natürlich genieße ich auch das wunderbare Wetter, also ich bin jetzt die ganze Zeit oberkörperfrei, laufe barfuß umher, habe eine kurze Hose an, bin auch wirklich auch bis zur Mittagszeit manchmal im Folientunnel drin und danach auch bei meinem Krafttraining und mein Tai Chi für 1,5 Stunden direkt in der Mittagssonne. Ich esse auch hier an der Terrasse und wir haben hier keinen Sonnenschirm. Meine Melonen zum Beispiel, die ich mir zukaufe, auch dieses 17 Kilo Ding hier. Und ich muss auch sagen, dass ich da trotzdem die Hitze recht gut übe. Ich habe es beziehungsweise nicht recht gut übe, sondern recht gut ertrage beziehungsweise auch aushalte, weil ich auch sehr gut geübt bin. Ich mache das schon seit 2 Jahren und auch wenn ich komplett rot zum Beispiel nach Hause komme, meinen die Leute, es wird Sonnenbrände, muss ich aber dementsprechend sagen, das sind keine Sonnenbrände, die tun mir nicht weh und nach einem Bad und gut Schlaf ist meine Haut wieder, wenn da Wasser drauf kommt oder sowas, dann erholt sich das wieder, habe keinen Sonnenbrand, habe keine Beschwerden und ich mache das jeden Tag. Aber wie gesagt, das ist Vorsicht geboten. Ich trinke auch nicht bis 2 Uhr zum Beispiel. Also ich mache lange Trockenfasten und ich trinke auch wirklich nicht und kollabiere nicht. Ich schwitze auch wirklich nicht viel wegen meiner Essgewohnheiten. Und da möchte ich aber auch wirklich auch wieder vermeiden mit diesen ganzen, ich bin zu dünn, ich müsste mehr Fleisch essen, Diskussion. Das ist, ich habe hier meine eigenen Erfahrungen, soll jeder sein eigenes Ding auch machen, seine eigenen Erfahrungen. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich habe auch das nötige Wissen dazu, meine nötigen Erfahrungen, die ich in der Praxis anwende. Ich fühle mich super, ich fühle mich wohl. Und ich sage auch ganz klar, das kann nicht jeder machen. Wenn ihr das Bedürfnis habt zu trinken, dann trinkt bitte. Ihr könnt jetzt nicht das Gleiche machen wie ich und bis 2 Uhr nichts trinken. Dann trinke ich meinen ersten Saft. Wenn ihr vorher das Bedürfnis habt zu trinken, bevor ihr kollabiert oder sowas, dann trinkt bitte Wasser. Oder wenn ihr dann zu schnell Sonnenbrände bekommt oder sowas. Das hängt einfach alles mit meiner Lebensweise ab, mit meinen Essgewohnheiten und die ich seit mehreren Jahren anwende. Aber ich möchte euch einfach nur sagen, dass es auch wirklich andere Beispiele gibt, wie zum Beispiel mich, die wirklich sagen, die Sonne ist nicht schuld für Sonnenbrand oder verursacht Krebs oder sowas, sondern dass ich halt wirklich auch so ein Beispiel bin, der den ganzen Tag draußen bin, kaum Sonnenbrände bekommt, obwohl seine Haut dann rot ist, aber das einfach schnell verheilt oder der dann auch nicht viel trinken muss, weil jetzt zum Beispiel das ganze Obst und Gemüse genug Wasser enthält und ich nicht zusätzlich trinken muss und es mir trotzdem recht gut geht. Das möchte ich auch sagen und wenn auch die Leute sich anstößig finden, dass ich jetzt oberkörperfrei das Video jetzt aufnehme oder drehe oder wenn sie meinen nackten Körper sehen, ja, ist jeder seine Sache. Ich fühle mich einfach wohl. Das ist auch eine jahrelange Übung von mir. Bitte nicht nachmachen, wiederhole ich. Und das möchte ich euch einfach so mitgeben. Das gehört ja natürlich auch für mich dazu im August. Die Freiheit, die frische Luft am Körper zu genießen und sich auch nicht zu verstecken. Und ich möchte einfach, wie gesagt, meine Erfahrungen mit euch teilen. Und das ist so meine Sichtweise. Wenn ihr andere Erfahrungen und Sichtweise habt, könnt ihr euch gerne teilen. Aber ich bitte euch einfach, andere Sichtweisen, Meinungen auch zu respektieren und dann nicht, dass wir uns mit Glaubensbekenntnissen oder sowas gegenseitig bekehren möchten. Das ist nicht mein Ziel. Jeder ist ein freier Mensch, kann machen, was er will, kann seine eigenen Entscheidungen treffen und ich möchte ihm dann nichts vorgaukeln, ich möchte ihm nichts vorlegen oder zu etwas zwingen oder sagen, du musst das machen. Nein, nichts muss, alles kann. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen.
Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und dabei auch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien von mir und meinem Projekt erzählt und auch Empfehlungen ihnen mitteilt, damit sich immer mehr Leute finden, der Kanal harmonischer wachsen und gedeihen kann, beispielsweise wie ein Baum, und meine Arbeit auch ihre Früchte tragen kann. Also zum Beispiel findet ihr Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Videobeschreibung oder zum Beispiel auf der Webseite, auf meiner Webseite projektpeace.de unter Unterstützung, und ich freue mich wirklich sehr auf jede Unterstützung, die dem Projekt zugute kommt. Und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen und wunderbare Tage, wunderschönen Sommer, wunderbare Ernten. Bitte genießt einfach diese herrliche Zeit, genießt eure Ernte, genießt eure, genießt einfach alles Mögliche, was euch im Leben zukommt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin, Melönchen, ciao. Wenn das mal der Melonenkönig sehen würde. Naja, schöne 17 Kilo Wassermelone.